Hallihallo, meine lieben Freunde. Wir sind wieder am Start mit Riesenspaß Nummer 3. Und während es lädt hoffentlich heute nicht so lang, kann ich schon mal sagen, ich freue mich, wenn alle das schauen und ich freue mich, wenn alle sich freuen. Hauptsache, es wird sich gefreut. Also, wir haben ein Problem. Oh, ich habe ein bisschen laut reingeschrien. Ich habe ein bisschen wenig Zeit. Ich gehe nämlich auf eine tolle Fachmesse jetzt. Die nächsten Tage. Und deswegen ist das alles ein bisschen knackig. Die nächsten 3 Folgen werden nur 20 Minuten lang sein. Ich hoffe, man kann es mir verzeihen. Der Sound hängt auf jeden Fall schon mal. Ja, wie gesagt, also es ist halt einfach eine Fachmesse und ich krieg das sonst nicht unter den Hut. Aber wir haben ja dann auch einen Feiertag noch. Da bin ich ja wieder zu Hause. Da können wir dann was machen. Ich hoffe, es geht jetzt gleich. Wenn nicht, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich höre diesen Sound ja gerne, aber wenn er ein bisschen hakt, ist nicht so geil. Ich weiß auch nicht, warum es wieder so lang lädt. Es ist irgendwie komisch manchmal. Ich weiß nicht, woran es hängt. Ich würde es gern wissen, aber ich kann es einfach nicht so genau sagen. Ich könnte auch kurz pausieren und warten, bis es geladen hat. Gucken wir mal. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Das dauert ewig. Wir machen das so. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es geladen hat. Bis gleich. Wie es immer so ist, ne? Ich habe das Ding pausiert und zack, hat's funktioniert. Wir waren hier unterwegs mit Edward und hier liegt eine tote Spinne. Also, wir hatten hier ein bisschen die Spinnenplage beseitigt auf Kalador. Und das machen wir jetzt auch weiter. Achtung, mach dich bereit. Immer der Stärkere, so ist das nun mal. Säuredrüse, Sichel und Spinnenbein. Wir kriegen auf jeden Fall jede Menge schönes Zeug. Einer ist immer der Stärkere. Da ist doch noch mal was. Ich hör's doch schon, Kräuchen und Fleuchen. Pilz. Sieht nur nach einem Wurf aus. Da haben doch noch mehr Spinnen gefleucht. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Endlich hat der Kampf ein Ende. Boah, also unser Säbel haut schon ordentlich rein. Ich glaube, er hat halt wirklich mehr Reichweite. Wie wir wissen, Reichweite ist alles. Oder Scavenger. Er hat auch Bock. Aber er weiß nicht, wie er herkommen soll. Oh, und der Snapper auch schon. Oh, die Spinne da hinten wird auch gleich kommen. Ja, komm mal her. Diese Viecher sind eine Plage. Weil Spinne und Drachensnapper müssen wir nicht unbedingt gleichzeitig fighten. Also wegmachen tut die Spinne aber auf jeden Fall. Ich hasse Insekten. Stopp. Falsche Richtung. Ja, mit Edward ist. Das kann schon was. Wir machen schon gut Schaden. Ja, guck mal, hier war Bran. Dann machen wir den Weg jetzt noch im Prinzip fertig. Beziehungsweise haben wir jetzt hier fertig. Da oben kommen wir wieder zu dem. Da waren wir ja, meine ich.
Ja. Da war mal überall. Dann können wir hier hoch. Darum. Oder da links lang. Ich hoffe ja, dass hier vielleicht so ein Teleporter ist. Wenn nicht, hier müsste auch einer sein. Dass wir auch dann da wieder hinporten können. Da war auf jeden Fall ein Alligator irgendwo im Wasser. Oder nicht? War das nur ein Stein, den ich gesehen habe? Aber ein Bergkristall. Nichts hinterm Wasserfall. Wasserfall muss man immer gucken. Das ist immer am coolsten, wenn da was hinten dran ist. Es hat einfach immer was. Wo war der Alligator hier? Wo ist er? Unser Metalmacher. Nix, kein Alligator. Oh, da sind sogar noch Menschen. Ist ja umso besser. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Pff, eine Festung wäre mir lieber. War ja so abgehoben, ne? Passt ja zu uns. Ich nehme mal ein Schlückchen aus eurem Wasserfass. Jäger? Ronach Jäger. Das ist ja mal eine Überraschung. Geilen ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist... Psst, hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Okay. Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Vielleicht auch Luchse. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier, das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalte es ruhig. Toll. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ich mag alles wieder durch. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier, im Einklang mit der Natur, hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Da gebe ich ihm recht. Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch. Okay. Ein Tier? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Große Viecher? Genau mein Ding. Wirklich? Ist dir klar, dass die einen ausgewachsenen Menschen in Stücke reißen können? Nimm die Jagd nicht auf die leichte Schulter. Im Rudel sind diese Biester mordsgefährlich. Von welchen Biestern redet er jetzt? Von den Drachensnappern? Lass oder? Uns Biester jagen. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie den Spieß nicht umdrehen und uns jagen werden. Zieh deine Waffe und mir nach. Noch ein Tipp, bevor wir uns mit dem Viehzeug anlegen. Sie sind äußerst schnell und haben scharfe Klauen. Wer überleben will, dessen Verstand muss schneller und seine Klinge schärfer sein. Er ist schon längst weg und labert einfach weiter. Ich hasse Spinnen. Was wie dich erledige ich mit links.
scheiß Krabbelviecher. Ja, Jungs, macht ihr auch was oder muss ich alles alleine wegklatschen? Gucken wir mal. Hoppala. Worauf wartest du? Ich komm grad noch nicht zurück. Hier nach. Da kommt Ärger auf uns zu. Oh. Da ist ein Teleporter. So nicht, Freundchen. Geht doch. Die zwei Jungs da. Eisenwald. Sehr gut. Zack. Alles richtig gemacht. Das Waldspinne? Ah ne, Felsspinne. Das andere war die Waldspinne. Ich bin echt gespannt, was er jagen will. Warane? Eigentlich könnte es nur Drachensnapper sein, so wie er sie beschrieben hat. Aber, ja, da oben. Wieder hoch. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Yo! Konnte die Viecher noch nie leiden. So viel Schaden machen die zwei jetzt aber auch nicht. Bin schon da. Da ist wieder einer. Einfach dranbleiben. Endlich hat der Kampf ein Ende. Was ist das da hinten? Ah, ein Rammer. Mein Vater war früher selber Jäger, aber dann wurde der Dschungel lebendig und hat ihn geholt. Deine okay. Viecher lauern niemandem mehr auf. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Hier, dein Anteil an der Beute. Danke. Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. Gut, ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Riechen die Viecher einen sonst? Endlich, sagt er, das wurde als hätte es ewig gedauert. Diese Viecher sind eine Plage. Da unten ist ein Bergkristall. Und hier oben kommen wir wieder zu seiner Hütte. Ja. Oh. Ich hasse Insekten. Teleportstein. Wunderbar. Alles da, was man braucht. Jetzt wollte ich hier runterhüpfen. Und den Bergkristall holen. Das war arg tief. Edward kommt auch mit? Ja, der kommt auch mit. Ich weiß noch nicht, ob ich da lang möchte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, hier hoch kommt, sieht man aber auch nicht. Gut. Vielleicht auch doch. Naja.
Okay, wir können jetzt hierher porten. Das heißt... wir müssen auch nicht mehr so... also das war eigentlich mein Plan, dass wir den nächsten Teleportstein kriegen oder den nächsten Teleporter. Dass wir dann hier zurückkommen können. Die Viecher müssen wir jetzt auch noch nicht wegmachen, aber der hier muss dran glauben. Die Waffe jetzt! Wenn er angegriffen wird, dann zieht er die Waffe nicht. Er steht nur teilnahmslos daneben. Meine Wunden sehen schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Den Spruch kannte ich noch gar nicht. Oder ich habe ihn einfach nie zugehört. Kann beides sein. Jetzt gehen wir sie noch beklauen. Oder Jungs? Habt da nichts dagegen. Silberbecher, Rock, Käse. Talisman des Jägers. 110. Haben wir eigentlich irgendwelche Schätze hier? Schätze hier. Strand. Johns Schatz, wo ist denn der? Da. Gut, das kriegen wir noch hin. Fette Beute. Was sollen wir da machen? Okay. Sagt mir jetzt auch wenig. Naja. Wir gehen zurück zur Zitadelle. Wo ist sie? Hier. Einmal dahin, bitte. Wir gehen noch nicht in die Zitadelle. Wir gehen erstmal in die Taverne. Da ist noch ein Friedhof. Pam. So, hier haben wir die Taverne. Was für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Auffangbecken für Betrunkene verkommen. Darauf trinken wir. Manchmal frage ich mich, warum ich dich begleite. Ja, das frage ich mich auch, als warum ich dich überhaupt mitnehme. Geht doch. Hier gibt's auch richtig viele Teleporter. Das wäre eigentlich auch interessant, hier mal eine Geschichte dazu zu haben, wer die aufgebaut hat. Muss ja eigentlich jemand gewesen sein, der nach Risen 2 die Dinger dahingestellt hat. Aber eigentlich sehen sie so aus, als wären sie schon hunderte Jahre alt. Naja. So, können wir irgendwas abgreifen? Hier liegt halt nichts rum, ne? Gar nichts. Goldklee. Hey, du Penner! Was Strom hast du hier so rum? Mo will auf die Fresse. Du bestimmt in die Kneipe. Was geht dich das an? Das geht mich eine ganze Menge an. Also riskier keine große Fresse, Kleiner. 100 Goldmünzen und du kannst weiter. Schnauze. Du kriegst von mir gar nichts. Jetzt hör mal gut zu, du Furz. Hier mache ich die Regeln. Hör mal zu, du Furz. Wenn du dich so dämlich anstellst, ist der Preis jetzt höher. 200 Goldstücke oder ich lass dich stumpf fressen. Darauf lass ich's ankommen. Du kannst mich mal. Das schreit ja nach einer Tracht Prügel. Na, dann komm mal her, du Wurst. Los doch! Was los, du Wurst? Jetzt will ich auch was sehen. Das war unnötig. Voll abgestochen. Ich hasse Kopfschmerzen. Hast du genug gehabt, Mo?
Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Darf ich jetzt rein? Wir können ihn einfach immer verprügeln. Er ist einfach der neue Raul. Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Seit die Schatten hier die Gegend unsicher machen. Gibt genug arme Würste, die hier ihre Sorgen im Schnaps ertränken. Und denen knöpf ich dann den Zaster ab. Boah. Den Dämonenjägern gefällt bestimmt nicht, was du hier abziehst. Na und wenn schon. Nur weil ihnen ein paar Bauern in den Ohren liegen, lassen die nicht gleich die Hunde von der Leine. Können sich schließlich nicht um jeden Scheiß kümmern. Da hat er recht. Mann, bist du ein Arsch. Ich mache einen guten Schnitt dabei, das zählt. Wenn du den Leuten helfen willst, kannst du das gerne tun. Aber laber mir nichts an die Backe, okay? Ja, okay. Also, wie angekündigt, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.